Heute sind wir in Lautenbach, zwischen Oppenau und Oberkirch im Renchtal. Hier am Hotel Sonnenhof beginnt die Hexensteigwanderung, identisch mit diesem Hinweisschild. Erstmal laufen wir hoch bis zum Solberg. Zwei kleine Hexlein laufen heute den großen Lauterbacher Hexensteig. Stellt euch vor, was erzählt wird. Hier oben auf dem Berg soll es eine Hexe geben. Die macht den Wanderern den Weg streitig. Die führt die Wanderer vom Weg ab. Und die ganze Nacht irren die durch den Wald. Und erst morgen früh, wenn der Hahn kräht, finden die Wanderer wieder den rechten Weg. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Die ganze Nacht im Wald und erst am Morgen wieder den rechten Weg finden und dann erst nach Hause gehen. Wow! Quatsch, alles Quatsch. Babalabab. Ich habe keine Angst vor Hexen. Sandra, wir gehen jetzt den Hexensteig. Hast du Angst vor Hexen? Nee, auf keinen Fall. Eingestuft vom Deutschen Wandererverband zusammen mit dem Deutschen Tourismusverband ist der Hexensteig als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland und als Themenweg der Kategorie Traumtour. Er ist 16 Kilometer lang mit einem Höhenunterschied von 563 Metern. Man kann im Groben sagen, ein Drittel läuft man bergauf, ein Drittel gerade hin und ein Drittel immer bergab. Er ist abwechslungsreich durch Wälder und über Streuobstwiesen, mit traumhaftem Ausblick ins Renchtal bis zu den französischen Vogesen. Die Hexe zeigt uns fast immer den richtigen Weg. Diese schöne Gruppe von Fliegenpilzen, aber irgendwie sieht es doch auch hexisch aus, oder? Aber jetzt habe ich ihn doch noch gefunden. Dieser kleine Pilz. Sein Name ist Programm. Es ist ein Hexenröhrling. Ein 7 Meter langes Waldsofa. Da hat die ganze Wandergruppe Platz, wenn sie mal größer ist wie unsere. Und hier wieder ganz passend zum Weg. Ein Hexenring. So nennt man dieses sonderbare Wuchsbild von Pilzen. Und gleich anschließend diese Pilzgruppe. Sieht doch auch irgendwie aus wie verhext, oder? Ich glaube es nicht. Ende Oktober. Na, du kleines Hexlein, was gibt's denn heute bei dir zu essen? Ah, lecker. Vitamine. Na, dann lass das mal schmecken in deinem Hexenhäuschen. Nach der Pause in diesem kleinen, hübschen Hexenhäuschen laufen wir weiter und immer noch bergauf. Und immer wieder laufen wir über Maronen, die es hier in dieser Gegend gibt wie Sand am Meer. Maronen sind Esskastanien. Angekommen am ersten Schnapsbrunnen. Aber für uns war leider kein Likörchen dabei. Das ist ein Topinambur, gebrannt aus der Topinambur-Wurzel, einer Süßkartoffel. Hier im Schwarzwald ist dieser Brand sehr beliebt. Hatte uns vielleicht dieser Ilux mit seiner Schönheit und Giftigkeit so fasziniert,
dass wir nicht die Hexe hinter dem Baum gesehen hatten. Und somit war es um uns geschehen. Wir schlugen hier den falschen Weg ein. 3,5 Kilometer irrten wir durch den Wald. Ha, aber wir haben der Hexe dennoch ein Schnippchen geschlagen. Denn wir hatten ganz schnell den richtigen Weg wiedergefunden und mussten nicht warten, bis frühmorgens der Hahn kräht. Ein kleiner Tipp von uns. An diesem Schnapsbrunnen lauft ihr immer nur geradeaus, an einer Reitanlage vorbei und dann kann euch auch nichts passieren. Von hier aus kann man gut die Hornisgrinde sehen. Und nun endlich, nach 7,5 Kilometer, davon 5 Kilometer nur bergauf, sind wir dort angekommen, wo die Hexe ihr Zuhause hat. Persönlich haben wir sie leider nicht angetroffen, aber vielleicht haben wir sie auch bloß nicht gesehen. Und hier hat die Hexe auch ein Buch hingelegt. Und jeder Besucher kann sich über den Weg äußern und der Hexe liebe Grüße hinterlassen. Sie freut sich. Tschüss, Hexe, wo immer du dich auch versteckt hast. Hallo, Hexe. Hallo. Und hier geht's zur Bergfesperstube Wiesenmischel. Du, Sandra, gehen wir noch einen Cappuccino trinken? Sicher, komm. Super. Eine nette Art, Brennholz zu stapeln. Na komm, meine kleine Hex! Endspurt! Von hier an geht es immer nur steil bergab. Nochmal ein netter Schnapsbrunnen. Sogar Honig gibt es hier und auch einen Honiglikör und alkoholfreie Getränke. Ziemlich am Ende des Weges erwartete uns noch eine kleine Oase. Eine ältere Dame lässt hier die Wanderer an ihrer Liebe zur Natur und Gartenkultur teilhaben. Mit gekühlten Getränken kann man es sich hier bei ihr im Gartengrundstück auf den Bänken gemütlich machen. Und ihre originellen, kreativen Exponate zum Thema Hexenweg bewundern. Ein letztes Mal grüßt die Hex. Hexlein Nummer 1, wie war's? Schön, anstrengend. Ja. Das Wetter war toll. Ja.
Häckslein Nummer 2 ist hier. Also ihr seht, ich bin sehr rot im Gesicht. Es war jetzt die letzten paar Meter doch noch sehr anstrengend, weil es ging sehr steil den Berg herunter. Und soll ich euch mal was verraten? Die Hexe hat uns doch noch auf unwegsamen Wegen geführt. 3,5 Kilometer. Aber dann haben wir wieder rausgefunden, ganz von alleine. Und der Hahn hat noch nicht gekräht, also alles gut. Ansonsten, der Weg war schön, mir hat er auch gefallen. Aber wie Häckslein Nummer 1 gesagt hat, anstrengend. Ein Drittel Berg hoch, ein Drittel gerade hin und ein Drittel Berg wieder runter. Schön war's doch. Tschüss. Jetzt reicht's. Wenn euch der Film gefallen hat, Daumen, Glocke und Abo, wenn ihr noch nicht habt.